Servus meine Imkerfreunde, Viecher, Dattnebe, Stockmeißel und ein bisschen für die Angstmenschen unter euch, so wie mich. Schutzkleidung, jetzt geht's auf zum Imkern. So, also wir sind jetzt fertig. Der weiße Eimer ist voll. Ihr nehmt jetzt eure Ameisensäure, füllt es um. Lasst dann natürlich Tag und Nacht das Fenster offen, hängt noch ein Schild raus, damit die Nächsten wissen, dass sie sterben, wenn sie reinkommen. Vielleicht laut Vorschrift. Machen wir das natürlich auch so. Ich habe eine Schutzkleidung an, Maske, ne? Die seht ihr jetzt bloß nicht. Also die ist da, hätte Habe gesagt, ihr seht es halt bloß nicht. Ne? Und ja, ne? Handschuh und los geht's. Augenschutz, ganz wichtig. Und wenn ihr angeln geht, dann ein Wurm. Ne? Ganz wichtig. So, den hauen wir mal aus. So, ja, also ich würde sagen, ein Wurm. Ich würde sagen, vor die Wachsmotten her, der Herbert hat es gescholzt, also ich habe es einfach vergessen und ja, das hast du jetzt davon, aber gerade noch so abgefangen, ich sage jetzt einmal, ich würde so mindestens 50% erwischt haben, der Rest macht die Ameisensäure. Wenn einmal die Population überschritten ist, egal in welchem Land das, in welchem Kasten das ist, ich korrigiere mich da, dann wird das einfach zu viel und dann muss draufhauen. So. Also gut. Dann nehmen wir das einmal. Unten habe ich jetzt einen Deckel hingelegt, dass das nicht runter kann, also nicht raustropfen kann, dass man meine Fliesen nicht kaputt gehen. Das macht er natürlich nicht. Das ist jetzt bloß ein Beispiel, wie man es nicht macht. Mein nächsten Kasten drauf macht das auch nicht. So. Nächsten Kasten und so machen wir das immer, dass da mal ein gescheiter Geschmogen reinkommt. Und je höher das ihr werdet, desto mehr müsst ihr aufpassen, weil ihr das nicht macht, passiert auch nichts, dass nichts ins Auge spritzen kann. So. Aber wie gesagt, ihr macht das ja nicht. So, und sehen tut das ja auch schon immer. So. Ein bisschen höher muss sein. So. Jetzt brauchen wir erst einmal einen Boden. Weil dann gehen wir mal nebenan. So. Dann legen wir den Boden auch so hin. Machen das genauso. Und fangen da auch mal an. Allerdings mit den neuen Kästen, weil alt passt auf neu, aber neu passt ja nicht auf alt. So. Man könnte es natürlich auch noch anders da machen. Ich könnte auch den Deckel runterschrauben. So. Da muss man das bloß ein bisschen zärtlicher hinzittern, dass das nicht so viel ist. Also besser ist das andere, wenn es nicht macht. So, und dann stellen wir das ganze Zeug aufeinander. Man kann das natürlich auch verdampfermäßig machen. Das hat alles ein wenig so ein Geschmäckle, so geht das auch. Aber dann zieht es halt nicht so schön durch.
So. Und dann müssen wir dann natürlich immer wieder kontrollieren, inwieweit sich da das Zeug dann ausbreitet. Ja. Jetzt seht ihr schon wieder nichts. Aber ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen weiter, ne? Und holt euch dann einfach wieder dazu. Für das, dass das so viele Kästen sind, habe ich es noch ganz gut erwischt, muss ich sagen. So, das war's jetzt. Jetzt muss man schauen, dass man da wieder eine gescheite Einstellung bringt. So. Und zwar muss ich das, habe ich das auch schon lange nicht mehr benutzt. So. Weil früher, damals, wie ich noch jung war, hat man ja so die Bienenkästen gemacht. Also halt die Bienen selber mit Ameisensäure behandelt. Rohrbehandlung, kennt ihr, ihr macht das wahrscheinlich immer noch so. Bei mir sage ich, dass ich das Werner-mäßig mache, das heißt, ich sage nichts. Ohne meinen Werner sage ich nichts, weil der kann das derzeit. So. Ihr nehmt dann ganz einfach einen Untersetzer, ein Stück Holz. Da, normalerweise gehört ein größeres Schwammtuch rein, Schwammtuchmethode. So, dann stellt man das da oben drauf. Ich nehme jetzt jeweils zwei Stück, aber ich glaube, ich habe ein Problem. Das muss ich vorher nochmal testen, weil der Herbert hat jetzt einen neuen Kasten da. Ne, ich habe zwei alte da. Passt. Geht. Geht. Und dann könnt ihr einfach die Flasche, das zeige ich euch dann, die Flasche andersherum reinstellen. Und dann kann das verdampfen und dann ist es gut. Die Flasche füllt dann natürlich auch nicht so auf, Augenschutz, Handschutz, ne, da ist so Inlet drin. Und dann stellt man die ganz einfach am Kopf rein. Ich tue das Käpsel mit reinschmeißen, weil dann finde ich es auch wieder. Einfach rumdrehen, rein, auf das Schwammtuch drauf. Und das Glötzerle hat nämlich das, die Aufgabe, dass die Flasche da drinnen umfällt. Und dann zieht natürlich das Schwammtuch den Saft auf. Und dann kann das da drin in aller Ruhe langsam aber sicher verdampfen. Aber dadurch, dass das herin nicht so warm ist, verdampft es auch nicht so schnell. Und deswegen helfe ich da jetzt ein bisschen nach. So, kameramäßig machen wir das so. So. Jetzt seht ihr das, wie ich das meine. So stellt ihr das hin. Das müsst ihr natürlich dann auch kontrollieren. Dementsprechend auch die ganzen Kästen einmal wieder durchschauen. Aber normalerweise, wenn ihr das von Anfang an so macht, dann braucht ihr die Kästen nicht durchschauen. Dann habt ihr keine Wachsmotten drin. Klingt komisch, ist aber so. So. Was natürlich wichtig ist, ist, dass ihr oben den Deckel jetzt nicht vergesst. Weil sonst habt ihr das vergessen. So. Deckel drauf. Erstens kann nichts reinfallen. Und zweitens kann der Dampf sich wie in der Sauna wurmen. Verteilen. Den schmeißen wir mal raus. So. Kann sich schön verteilen. Und alles ist gut. So. Dann zeige ich euch das nochmal von oben. Und ich hoffe, dass ich da euch auf den Laufenden halten werde. Wenn nicht, erinnert mich bei Frage-Antwort, da ist es ja auch schon gedanklich in Arbeit. Und dann können wir da weitermachen. So,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Kästen haben wir. Und für 14 Kästen ist ziemlich wenig Abfall rausgekommen, aber es reicht trotzdem. So, andere Einstellung, bis gleich. So, eigentlich wollte ich euch da innen dazu holen, weil wir da schon mal reingeschaut haben, aber es wird schon wieder zu dunkel. Das heißt, wir machen es gleich. Ist ja nicht viel dabei. Deckel auf. Bei zwei Kästen war es noch nicht leer. Schauen, ist leer. Abschütteln. Das lassen. Auf dem anderen Kasten wieder drauf. Zumachen. Und dann weiter schwenken. So, nächsten Kasten nehmen. Da bräuchte man schon langsam einen neuen Deckel, aber naja. Und dann geht es halt in einen fort, bis du halt dann fertig bist. Und vor allem jetzt habt ihr noch die Chance, dass euch das nicht zubauen. Ja, und so machen wir dann weiter. Da ist jetzt was Sehenswertes mit dabei. Der Futtertag ist leer und der Aufsatz auch. So. Ich lasse jetzt allerdings das drin, damit ich weiß, dass ich da schon mal einen reingefüttert habe. So, mal weiter hinterziehen und fertig. Keine Totbienen drin. Bin ich zufrieden. So, dann machen wir den Deckel wieder drauf. Das alles wieder rumschieben. Naja, und so geht es halt in einen durch. Das ist eigentlich recht schnell gemacht. Und genauso wäre das mit der Wachsmottenbehandlung auch gewesen, aber ich habe es einfach vergessen, Leute. So, aber der Leitrang ist ja der Herbert, also was soll's. Das kann man auch mal dranbringen. Denn extra für euch einen Film so für Wachsmotten machen. Nein, eher mal nicht. Dann sind wir auch schon durch. Ich sammle die Eimer noch ein. Und dann sage ich einmal danke, dass ihr bis zum Schluss dranblieben seid. Und Daumen hoch nicht vergessen. Und dann sagen wir bis zum nächsten Film. Servus. Natürlich müsst ihr jetzt die Eimer noch waschen. Bei Zuckersirup braucht ihr es nicht waschen. Da schimmelt euch das auch nicht. Aber das müsst ihr gleich waschen. Wenn spätestens einer Woche habt ihr ein Problem. Wie bei die Wachsmotten. Ciao.